Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, hier wäre das Schätzchen. Eine Floppy 15412 aus dem Jahre, na, kann man sehen, 87, 1987. Commodore Business Machine und hergestellt in Taiwan. Ja, der Zustand ist ein bisschen bescheiden, sehr verstaubt, sehr verschmutzt. Und das Gerät werde ich erstmal reinigen. Ist ein Mitsumi-Laufwerk drin und sogar noch eine Diskette. Datenkabel, das ist schon mal sehr gut. Netzteil ist natürlich nur 220 Volt. 220 Volt, da muss ich auch noch etwas einfallen lassen. Ja, bevor ich es aber anschließe, mache ich es erst einmal gründlich sauber. Ja, sagenhaft, was hier für ein Dreck drin ist. Ja. Das kann man hier schon so richtig grob hier schon ergreifen. Gut, aber erstmal das Laufwerk ausbauen. Auch von der Seite hier. Ja, da kommt jede Menge Staub hier noch raus. Ja, ich würde sagen, sieht aus wie neu. So, jetzt habe ich die ganze Sache mal hier so in Wasserstoffperoxid so ein bisschen eingeweicht. Ja, ich denke mal, ich werde das einfach mal mindestens mal so einen Tag so in der Brühe drin lassen und dann mal gucken, wie es danach aussieht. So, das wäre jetzt das Resultat meiner Reinigungsaktion. Ja, fangen wir hier mit dem Blech an. Hier kennt man immer noch hier so ein paar kleine, ja, Schlier, sage ich mal. Aber es ist soweit schon in Ordnung. Hier ist alles erstmal so grob vom Schmutz befreit, kein Staub mehr drin. Und die Platine sieht natürlich aus wie neu, sage ich mal. Hier nochmal einmal ganz kurz abfilmen. Also hier war natürlich der meiste Staub drin und das ist jetzt dementsprechend nicht mehr. Ja, auch die Frontklappe sieht wieder so aus, wie sie aussehen soll. Ja, hier waren auch so leicht, hier waren ja auch etliche Vergilbungen und so Schmutz drin. Das ist jetzt alles weg. Ja, wie man schon erkennt, die Farbe von innen sieht genauso aus wie die Farbe von außen. Das war vorher auch nicht so. Einziger Nachteil ist, der Aufkleber, wo das Datum drauf stand, von 1987, das musste leider ein wenig leiden. Ist sozusagen, hat dies komplett aufgelöst. Aber der andere hat die Aktion auf jeden Fall überstanden, das ist schon mal gut. Aber hiervon habe ich eh ein Foto gemacht und insofern kann ich mir vielleicht auch selber was daraus basteln. Ja, und der Deckel sieht auch wieder aus wie neu. Gut, dann würde ich sagen, schraube ich mal alles zusammen und dann schauen wir mal, ob das Ding noch funktioniert. So, dann fange ich hier mit dem Blech an. Muss ich mal schauen, welche Schrauben das waren. Gut, und dann setze ich hier mal das Board ein. Ja, und dann wird das Ganze noch einmal verschraubt. Ja, dann die LED-Leuchten hier hinein.
Dann kommt das Laufwerk. So, die letzten beiden Schrauben. Dann wäre das Laufwerk auch fest. So, dann kommen noch hier die Stecker. Stecker 1, Stecker 2. Der kann nur so rum gewesen sein, weil in der Mitte ist ein Pin nicht belegt. Und dann kann das nur so rum sein. Gut, dass ich Fotos gemacht habe mit meiner Kamera. Ich vergleiche das nochmal eben, ob das passt. Einmal die Klappe vor. Ein Deckel drauf. So, es kommt noch eben kurz der Knebel drauf. Knebel ist drauf. Ja, Funktion ist schon mal gegeben. Ich stecke mal jetzt hier so eine Diskette rein. Ja, jetzt brauche ich nur noch ein neues Netzteil. Und dann kann ich das Laufwerk mal testen. Und so lange kommt es schön als Dekorationsgegenstand hier zu meinem Commodore hin. Und wenn man jetzt ganz genau hinschaut, sieht man hier schon noch einen Unterschied. Also, was kann man noch mehr bleichen? Keine Frage. Vielleicht, wenn das Laufwerk funktioniert, dann werde ich das Ganze nochmal in Angriff nehmen. Aber ansonsten werde ich es wohl höchstwahrscheinlich auch so lassen.